Ja, herzlich willkommen hier beim House of One, Andreas Nachama, unser Rabbiner, Imam Osman Örs und ich. Wir wollen heute über das Kreuz auf der Kuppel sprechen. Vor einigen Tagen ist ja in Berlin auf dem Humboldt-Forum, dem früheren Schloss, auf die Kuppel dieses Gebäudes, das Kreuz, was dort immer war, wieder hochgehoben und installiert worden. Und dazu ein Bibelspruch, der sehr hervorhebt, des Gottes Gnadentum des preußischen Herrscherhauses. Und da wir ja Nachbarn sind und in enger Kooperation mit dem Humboldt-Forum, wir vom House of One, wollen wir uns dazu äußern und beginnen mit der jüdischen Stimme mit Rabbiner Andreas Nachama. Ja, dass auf der Turmspitze des Hauses wieder ein Kreuz installiert werden sollte, das wurde ja in der Stadtgesellschaft lange und kontrovers diskutiert und schließlich entschieden. Was mich merkwürdig gestimmt hat in dem Ganzen ist, dass es dann auch noch diesen aus dem 19. Jahrhundert stammenden Widmungsspruch vom Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. Dazu gegeben hat, der dann doch auf sehr besondere Weise das Gottesgnadentum der Hohenzollern und am Ende auch dann die doch strenge Verknüpfung zwischen Thron und Altar nochmal zum Ausdruck bringt. Das finde ich für ein Gebäude, das jetzt am Ende von Bürgergeld einer primär und überwiegend säkularen Gesellschaft bezahlt und finanziert wird. Ganz merkwürdig, auch wenn dieses Kreuz dann selber wiederum sozusagen von einer Spenderin, die sich sehr stark der Kirche zugeordnet fühlt, herkommt. Also ich würde immer sagen, auf jeder Kirche ist natürlich ein Kreuz und da sind dann auch die entsprechenden Widmungssprüche. Aber was uns anlangt mit öffentlichen Gebäuden, da sind wir doch eigentlich 100, 150 Jahre weiter. Und insofern, ja, ist die Diskussion, auch die fortdauernde Diskussion darüber vielleicht ja ganz nützlich, wie es ja auch richtig und nützlich ist, dass man all die Dinge, die dort im Schloss ausgestellt werden, auch immer wieder kritisch hinterfragt. Also, ja, so wie die Fassade schön ist, aber am Ende auch für diejenigen, die mit moderner Architektur zu tun haben, provokant, so ist es mit dem Kreuz und seinem Widmungsspruch. Und ich hoffe, dass sozusagen die Kontroverse darum, auch das Sprechen darüber, natürlich in Freundschaft, dass das sozusagen fortdauert. Also, das Kreuz ist Symbol von vielem, mehrdeutig. Es ist auf der einen Seite Hoffnung, Zuversicht und Glaube, auf der anderen Seite aber auch verbunden mit Leid und Schmerz und auch Missbrauch. Aber ganz besonders verstehe ich es als auch ein Symbol einer Verantwortung, und zwar einer diesseitigen als auch einer jenseitigen Verantwortung, die im Diesseits die Verantwortung vor der Schöpfung und vor seinen Mitmenschen und die im Jenseits die Verantwortung vor Gott ausdrückt. Religiöse Symbole verdienen meines Erachtens ihren Platz in unserer Gesellschaft, im öffentlichen Raum, in der sich jeder zu seiner Anführungsstrichen Farbe bekennen können sollte. Und Symbole sind ein Zeichen von Zugehörigkeit und Identität. Ihre besondere Daseinsberechtigung haben sie an dem Platz, an dem sie Menschen, die sich mit dem jeweiligen Symbol auch identifizieren, zusammenbringen. Also an einer Kirche, an einer Moschee und Synagoge oder jeglichem Tempel. Und hier erfüllen sie nämlich eine besondere Funktion und laden die Menschen ein, diesem Ruf von Zugehörigkeit auch zu folgen. Wenn es aber nun um das Kreuz auf der Kuppel des Humboldt-Forums geht, da möchte ich Folgendes sagen. Es mag mit Rücksicht auf eine präzise historische Rekonstruktion, obwohl man sich auch darüber streitet, seine Daseinsberechtigung haben und sollte in dem Kontext auch gelesen werden. Und im Zusammenspiel mit der barocken Schlossfassade und des modernen Neubaus mögen sie auch so den Zeitgeist der Aufklärung, wo ja der Zweifel auch eine besondere Triebquelle war, einen Ausdruck verleihen.
insofern diesen Zweifel auch in unsere Gegenwart tragen. Jedoch, also bezweifle ich, dass jeder in unserer ja so bunten und vielfältigen Stadt lebende Mensch sich eingeladen fühlen wird von einem religiösen Symbol, das nur einseitig eben behaftet ist. Und hinzu kommt, dass es an diesem Ort eben keine Funktion mehr hat, also funktionsleer ist. Und das Ganze wird auch noch flankiert von einer Inschrift, also die in diesem Kontext noch viel fragwürdiger ist, wie ich finde, der einen starken Hauch von Exklusivismus in sich trägt. Und also wenn man schon einen Bibelspruch oder einen Sinnspruch aus der Bibel entnommen haben möchte, dann hätte man vielleicht also Rücksicht nehmen sollen auf unsere gegenwärtige Vielfalt und die Zugehörigkeit aller Menschen in Berlin, insbesondere an einem so repräsentativen Gebäude, was von vielen Menschen eben mitgetragen wird. Also dies widerspreche vielleicht der Historizität, aber ich würde sagen, es würde dem Zeitgeist des heutigen Berlins gerechter werden und ja, gegenwärtiges auch Verantwortungsbewusstsein zeigen. Ja, das Kreuz ist auch für Christen kein leichtes Symbol und soll es ja auch gar nicht sein. Es ist ja von seiner Geschichte her ein grausames Folter- und Todeswerkzeug. Und trotzdem steht es im Zentrum des christlichen Glaubens. Das hat die Sache schon immer zu einer großen Herausforderung gemacht, auch für uns Christen. Es führt nämlich dazu, dass christliche Gottesbilder, die verknüpft sind mit Herrschafts- und Machtansprüchen, die besonders glatt und schön daherkommen oder die den Allmächtigen auf einen Thron setzen, dass die durchkreuzt werden. Dass die durchkreuzt werden von der Erzählung, dass Gottes Sohn am Kreuz dort gestorben ist, in grausamer Weise. Und so gesehen ist das Kreuz schwer damit umzugehen. Und es ist immer gefährlich, wenn man das versucht, das Symbol für irgendwas einzusetzen. Also zum einen ist es eine Schande, wenn das Kreuzsymbol verbunden ist mit Herrschaftsansprüchen, wie sie in dem Satz, der da drunter ja angebracht ist, rund um die Kuppel, der sich zwar auf Jesus bezieht, aber sehr deutlich die Linie zieht zu dem Gottesgnadentum der preußischen Herrscher. Wenn man das Kreuz so verwendet, ist es eine Schande und ein Missbrauch des Kreuzes, muss man einfach sagen. Und insofern wäre ich dagegen, das beides so anzubringen. Auf der anderen Seite ist es aber genauso eine sehr ärgerliche Unterbestimmung, wenn man das Kreuz als reines Deko-Objekt betrachtet, wie das ja die einige Stimmen aus dem Humboldt-Forum selbst getan haben, die also gesagt haben, es ist nur historische Zierde, äußeres Vervollständigen der historischen Hülle und hat mit dem eigentlichen Inhalt gar nichts zu tun. Also auch da wird man dem Kreuz in keinster Weise gerecht. Und dann hätte man, wenn man es so sieht, aus christlicher Sicht lieber darauf verzichtet. Ich finde, man kann auch nicht sagen, dass das ja nur was Äußerliches ist und im Inneren passiert dann was ganz anderes. In dem Moment, wo man das Kreuz in dieser großen Größe mitten in die Stadt setzt, sendet man auch ein gewisses Zeichen. Ja, und ich finde, der Bruch mit der Fehldeutung des Kreuzes, der hätte auch gut im Äußeren sichtbar werden können. Zum Beispiel, indem man zugespitzt das Nagelkreuz von Coventry auf die Spitze gesetzt hätte und nicht das goldene preußisch geprägte Herrscherkreuz, so will ich es mal nennen, sondern ein Kreuz, was dafür steht, dass man darauf achten soll, sich nicht selbst zu überheben und in Vergebung und Versöhnung auf andere zugeht und so ein neues Miteinander ermöglicht. Und dann wäre auch ganz automatisch der Spruch um die Kuppel, wäre deutlich geworden, dass es der vollkommen falsche ist für unsere Zeit, für das, was im Haus geplant ist und auch für Berlin-Mitte. Auch da hätte ich mir gewünscht, dass es mutig eine neue Inhaltsbestimmung gegeben hätte. So ähnlich wie ja auch Andreas, du das gefordert hattest, zu sagen, lass doch mal uns darüber nachdenken, was da noch stehen könnte. Und da fällt einem doch sofort Tolles ein.
Martin Luther King hat ja auch in Berlin gepredigt, als er auf dem Weg zum Nobelpreis war. Und der hat ja das schöne Wort geprägt von dem ein Welthaus, in dem wir gemeinsam Verantwortung tragen, unabhängig von Religion und Herkunft. Also einen Satz in dieser Art hätte ich viel passender und mutiger empfunden. Also insofern wünsche ich mir, so wie ihr auch, dass die Debatte nicht zu Ende ist, sondern dass sie nochmal aufpoppt und dass die Gesellschaft den Mut findet, auch im Äußeren sichtbar Zeichen zu setzen, die mit dem zu tun haben, was wir heute glauben und für richtig halten.